Konflikt heisst ja grundsätzlich einmal zu erkennen, was für Facetten spielen da überhaupt mit, welche sind bei der Person, welche sind bei der Sache und was gibt es für Varianten im Umgang damit, mit diesen Zielkonflikten umgehen. Und es gibt in dem Sinn auch nicht einfach richtig und falsch. Und das macht Konsum eigentlich zu einem extrem anspruchsvollen Thema in der Bildung. Die Ausstellung ist sehr handlungsorientiert angelegt. Sie stellt Schülerinnen und Schüler oder auch Erwachsene in konkrete Situationen, in konkrete Entscheidungssituationen. Sie simuliert eigentlich etwas, wo wir tagtäglich damit konfrontiert sind und fordert auf, genauer hinzuschauen. Mir ist aufgefallen, wie fest dass man Sachen wirklich auch umdrehen muss, auf die Packung schauen und so weiter. Weil ich kaufe viele frische Produkte sonst am Merdi, bei meinem Biobauer. Und dort weiss ich, er hat nur Sachen, die jetzt gerade wachsen, die wirklich gerade Saison haben, die regional sind. Und im Supermarkt muss man da natürlich ein bisschen schauen. Also das heisst nicht, weil jetzt gerade Äpfelsaison ist, dass dann jeder Äpfel wirklich aus der Schweiz kommt. Da hat man dann plötzlich einen Äpfel aus Neuseeland drin, wo dann natürlich alles andere als nachhaltig ist. Ich merke, dass viele Leute sich extrem auf den Plastik eingeschossen haben. Und das ist auch wichtig und richtig. Allerdings vergisst man oft, dass das Produkt, das in dem Plastik verpackt ist, eigentlich noch viel, viel größeren Impact hat auf unsere Umwelt. Und dass das eigentlich matchentscheidend ist. Also darum lieber dort einmal noch schauen, kommt es aus der Region, also ist es regional, ist es auch saisonal. Das gleiche natürlich bei tierischen Produkten. Also wenn ich mir jetzt ein Soja-Joghurt in Plastik kaufe, ist das immer noch 100-mal besser, als wenn ich mir eine Kuhmilch kaufe, wo dann zum Beispiel, oder ein Kuhmilch-Joghurt, der dann im Glas ist. Also da muss man immer so ein bisschen aufpassen, sich nicht verrückt nachladen, Spass nicht verlieren, weil ich finde, Nachhaltigkeit darf und muss auch immer Spass machen und Freude machen. Aber vielleicht wirklich mehr mal sich auf diese Sachen besinnen, ist es bio, ist es saisonal, ist es regional und wenn immer es geht, möglichst pflanzlich.